Ja, und zwar mache ich jetzt hier noch mal ein kleines Video. Ich habe mir mal wieder ein paar neue Sachen gekauft und die wollte ich jetzt mal vorstellen. Als erstes stelle ich mal hier die neue Steckerleiste vor. Tue den Karton mal hoch, da packe ich sie gleich wieder rein. Das ist einmal eine Steckerleiste mit 32 Ampere Einspeisung. Und hier oben sind 6 Sicherungen drin. Mal wieder anmachen. Und 6-mal Schutzkontaktsteckdose. Hier geht die Zuleitung rein. Und so sieht die ganze von hinten aus. Davon PCE ist sie. Ja, dann zeige ich mal das nächste. Da habe ich ja schon mal angekündigt, dass ich mir den nochmal kaufen wollte. Und das habe ich jetzt gemacht. Da ist er. Ohne Putz dran. Also hier an dem Ding ist kein Putz dran, wie an dem anderen. Der hat auch 6-mal Schutzkontaktsteckdose. 2-mal 16 Ampere, einmal 32 Ampere. Und hinten, hier ist die Einspeisung, 32 Ampere. Und hier hat er noch Sicherung. FI-Schalter. Hier sind 3 Stück für die Schutzkontaktsteckdosen. Und 2 Stück für die Starkstromsteckdosen. Sind PCE-Verteiler. Hier PCE Merz. Das muss ich noch wieder hier mit reinpacken, dass es nicht wegkommt. Und jetzt kommt zu guter Letzt. Von denen hier habe ich noch einen bestellt. Den hole ich morgen ab bei der Post. Also heute. Wir haben ja schon nach 0 Uhr. Das ist einfach nur. Wofür die Anschlüsse hier sind, weiß ich gar nicht. Das sind auf jeden Fall Stromanschlüsse. Und dann hat man halt hier 16 Ampere Eingang und hier 16 Ampere Ausgang. Mit den Stecken hier kann man den an der Traverse befestigen. Da so. Sieht er dann aus. Und ja. Packe ich das Ganze mal wieder ein. Na. Den auch wieder einpacken. Na, so geht das nicht. So. So, 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 so. Die packe ich auch noch eben wieder ein. Und dann erzähle ich noch mal kurz was.
So. Und zwar ist Folgendes. Jetzt habe ich so viel gekauft das ganze Jahr und habe mich jetzt einfach dazu entschlossen, dass ich nichts mehr kaufen werde, weil man hat in dem letzten Video gesehen, der Keller ist voll, da passt nichts mehr rein. Und werde jetzt einfach mein Geld sparen für ein ganz großes Ziel, was aber nicht viel Platz wegnimmt. Und zwar habe ich vor, jetzt ab Ende diesen Monats, also jetzt ab 1. Oktober, fange ich an, jeden Monat mein Geld zu sparen, bis ich 10.000 Euro habe. Dauert so um die 1,5 Jahre, auch vielleicht 2 Jahre. Und dann kaufe ich mir ein Riese und Müller Fahrrad mit 2 Akkus drin, wo ich dann über 200 Kilometer mitkomme. Also ich fange jetzt ab 1. Oktober an, mein Geld jeden Monat zu sparen. Und bis ich dann 10.000 Euro zusammen habe, das dauert ja 1,5, 2 Jahre. Also ein Jahr und ein halbes Jahr. Also man muss immer damit rechnen, wenn ich jetzt ab 1. Oktober an, mein Geld zu sparen. Also jetzt ab 1. Oktober fange ich an, mein Geld zu sparen. Und natürlich auf der Bank, nicht zu Hause. Das Geld spare ich auf der Bank. Da ist das am sichersten. Und ich fange dann jetzt ab 1. Oktober an, jeden Monat mein Geld zu sparen. Bis ich 10.000 Euro zusammen habe. Dauert so um die 2 Jahre. Dann kaufe ich mir ein Riese und Müller Fahrrad mit 2 Akkus drin, wo ich dann über 200 Kilometer mit weit komme. Und wenn ich das Fahrrad gekauft habe, dann gucke ich, dass ich mir einen neuen Laptop kaufe und vielleicht noch 1, 2 Stromwürfel. Aber jetzt mache ich zuerst das Fahrrad. Weil ich fahre so viel Fahrrad, da brauche ich einfach mal ein vernünftiges Fahrrad, wo ich weit mitkomme. Das ist das, was ich nochmal eben sagen wollte. Dass ich erstmal nichts mehr kaufen werde, weil das, was ich hier habe, das reicht erstmal alles. Da oben hängt Felix, dass ich den zwischendurch mal sehen kann. Da habe ich Felix hingehangen, dass ich den zwischendurch mal sehen kann. Und ja, das ist halt das, was ich eben sagen wollte, dass ich erstmal nichts mehr kaufen werde, weil ich jetzt eben 2 Jahre auf 10.000 Euro spare, dass ich mir dann dieses Riese und Müller Fahrrad kaufen kann. Mit 2 Akkus drin. Okay, dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Ich melde mich natürlich zwischendurch immer mal und dann, wenn es irgendwas Neues über Felix gibt, melde ich mich natürlich auch. Und vielleicht baue ich jetzt die Tage mal die orangene Hüpfburg auf, dass sie auch mal auf den YouTube-Kanal kommt. Muss ich aber gucken, ob ich es mache oder nicht. Ja, das ist halt das, was ich jetzt mal eben mitteilen wollte.